Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds hier in unserem kleinen Albtraum. Und heute werden wir diese kleine Stadt hier auseinandernehmen und zwar mit unserer hübschen neuen Waffe. Wir werden einfach mal wahllos auf den Typen schießen und dann hoffen, dass die meisten erstmal schön in die Mine laufen. Und vielleicht kriege ich den Hund vorher, dass der da nicht reinläuft. Nice. Ja, die Waffe ist halt auch recht stark. Guckt euch an, Alter. Ich habe den Hund aus Versehen getroffen. Lol. Jetzt laufen die weg. Ja, lauf du nur. Lauf du nur. Ja, nice. Lief besser als gedacht. Die Mine steht da sogar noch. Wieso laufen die jetzt weg? Hallo, Leute? Ihr müsst doch die Minen für mich wegräumen. Ich bin anfällig dafür. Gar kein Problem, wir gehen zu dem Hund da hinten hin und töten den. Oh, hallo, du hast ja Schaden bekommen. Das wird reichen. Alter, wie weit weg ist denn das? Ich hab gesagt, das wird reichen. Das stimmt einfach nicht. Oh, da liegt jemand. Ja, jetzt schild mal. Lauft in die Minen. Ihr sollt in die Minen laufen. Sollt nicht weglaufen. Ja, lauf in die Mine. Junge. Hier bin ich. Leute? Da hockt er sich erstmal dann wieder hin. Auch eine gute Sniper. Geht weg! Geht weg! Ihr habt keine Chance gegen mich! Oh! 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 Wo kommt der denn her? Ich treffe diese scheiß Leiche von dem Hund! Alter! Kannst du mir doch nicht antun! Ich hasse es, wenn ich die Leichen nicht wiederfinde. Ausgebeuteter Niederdruckshelm, alles klar. Ich muss mich überladen. Ah, gut, was haben wir denn hier gefunden? Schlossknacken, Hallöchen. Tech-Fähigkeiten. Nahkampffähigkeiten. Ja komm, scheiß auf Nahkampf. Keine Ahnung, was Entschlossenheit ist, aber das brauchen wir nicht. Die Tech-Fähigkeiten werden wir wahrscheinlich brauchen. So sieht das Ganze dann aus. Ja, cool. Okay. Ich will die Mine nicht erschießen. Der hat bestimmt noch einen Zweck für mich. Es lief ja leichter als gedacht. Und dafür ist hier jetzt nichts mehr drin. Aber wir haben hier ja noch eine Leiche gesehen. Wieso liegst du überhaupt hier? Okay, wir zeigen dir mal, wo wir sind. Keiner mehr hier, das ist doch eine Mine, oder? Nee. Alle tot? Die Waffe ist krass. Aber im Nahkampf ist das hier wahrscheinlich die bessere Wahl. Schrott-Roboter-Einheit. Nehme ich. Haben wir jetzt hier echt alle vernichtet in der kurzen Zeit? Revolver, leichtes Maschinengewehr. Glänzender Servo. Dinge, die ich verkaufen möchte. Ich bin schon wieder überladen, ey. Okay, der nächste Punkt geht in Tragefähigkeit. Ne, das hier benutze ich doch die ganze Zeit, ne? Check ich nicht. Eins. Adreno, ja. Ist auch Adreno. Ich raff's nicht. Ah, lebt noch jemand? Bin gerade überladen und bin Opfer.
Okay, wir müssen etwas gegen die Überladung tun. Ja, hier, Maschinengewehr, tschüss. Ich wiege immer noch zu viel. Revolver 37. Wieso ist der besser? Magazin 2. Keine Ahnung. Vielleicht wird der Schaden geringer, wenn man es modifiziert. Keiner mehr da. Nice. Dann plündere ich mal ein bisschen. Halskette, nice. Sachen, die ich schön verkaufen kann. Hier ist zu. Kann ich umsonst knacken. Eine Glühbirne und Spacers Corona. Was auch immer das ist. Energiezelle. Alkohol. Taktische Schrotflinte. Verzichten wir auf den Knüppel? Ich meine, der ist leise. Ja gut, später werde ich wahrscheinlich einen Sniper haben. Ich bin immer noch überladen? Wegen der Schrotflinte? Wie viel wiegst du denn? Gewicht 3, 1,5, 3, 1. Ich wiege 61, Alter. Könnte was zu essen gebrauchen. Ziehen wir uns eine Banane rein. Zumindest bin ich jetzt nicht mehr überladen. Aber mich nervt es, Dinge zu verschwinden. Vielleicht sollte ich echt gleich ein paar Sachen verkaufen. Oh. Zu. Ja, hey! Was geht? Wow, you crossed them all off. Like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Bist du Zoe? Die Leute suchen nach dir. Du klingst verwirrt. Vielleicht ist auch eher eine Schraube locker. Das kostet. Oh, well, that's a shame. I mean, I could pay you in Adrena time, but I've already bartered most of my stash over to these poor saps. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Oh, this is toll. Eine Sache ist mir wirklich unklar. I'm great at clarifying. Wirst du hier gefangen gehalten? No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. Wieso lebst du denn überhaupt? Die geht hier zu den Plünderern und sagt, hey, hier ist Adrenaler Time. Hast du dich gesehen? Das kann ich aber nicht machen. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, it must be my natural charisma. Jetzt sind sie aber alle tot. Wieso hast du das Camp verlassen? Das wissen wir ja. I've got all the time in Halcyon. Ich sollte nach dir suchen. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Keine Ahnung, komm mit mir. I'm great at clarifying. Wieso hast du das Camp verlassen? I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them. Seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them.
Hey, die gefällt mir. Ich will, dass die zu mir kommt. I've got all the time and help. Kann ich einfach sagen, okay, ich komme wieder? Nee, ich muss sie überreden. Ever consider? I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Oh, Stefan wollte dich mit einer neuen Folge eurer Lieblingsserie überraschen. Wait, you're telling me he's got a copy of The Masked Marketeer? Why didn't you say so? I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Gib mir ein Level up. Und Geld. Level up und Geld, das ist das, was ich brauche. Keine Mine hier? Offensichtlich nicht. Wir wissen, dass wir da hinten hoch können. Wir haben hier nur ein paar Minen zu beseitigen. Nice. Was kannst du eigentlich, Zero? Oh, Granatwerfer, cool. Wieso bin ich nicht überladen, Alter? Hier müsste doch überladen sein. Hier waren die Waffenteile. Ich könnte rein theoretisch höher gehen. Doch was nützt es mir? Nichts. Habe ich mir fast gedacht. Dann gucken wir mal, was wir hier noch zusammenkriegen. Ach, die haben hier eine Bar. Kriegt euer Geld rein. Also Munition kriegen wir auf jeden Fall ohne Ende. Ich muss Nahrungsmittel verkaufen. Ganz ehrlich, Leute. Die Nahrungsmittel, die zertöten mich. Ich trage einfach so viel, dass ich sonst nichts anderes tragen kann. Und wenn ich nichts anderes tragen kann, dann kann ich keine Sachen verkaufen. Deswegen muss ich zeuglos werden. Schade eigentlich. Ach, du stehst ja immer noch da. Du wolltest zurück. Hier waren wir drin, ne? Ja gut, dann waren wir überall. Ja, das ging erschreckend einfach. Einfach weggemetzelt. Mit unserer geilen Waffe. Das ist irgendwo schon ein bisschen cheaten, finde ich, mit der Waffe. Aber ich setze sie trotzdem ein. Ich meine, wir spielen hier auf Albtraum. Wenn ich hier nicht meine Cheaterwaffen einsetze, dann sind wir Marsch. Von daher, alles richtig gemacht. Ich freue mich schon, auch die ganzen Ecken und Kanten hier zu erkunden. Aber das können wir alles noch nicht, weil wir haben nichts drauf. Wir sind einfach ein kleiner Lappen mit einer Pistole. Denkerkäppchen. Kurzzeitig Intelligenz erhöhen. Erhöhender Pilz. Einblick. Aufladerate der taktischen Zeit. Achso. Ja, wird verkauft. Wird alles verkauft. Ich brauche den Schnösel hier nicht. Gib mir Geld und Erfahrung. Ich will mir eine Waffe kaufen. What is it? Ich habe Zoe überzeugt, zurückzukommen. We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? Irgendwelche Träume von einer Banditenkarriere. Ich möchte ungern weiter ins Detail gehen. You pretty much did my job for me. Least I could do. Ja, 1000. 1000. Let me know if I can do something for you. Geld. Was kann ich für dich tun? Sag Bescheid. Also ja, Geld. Oh, Geld. Also. Wir können das alles jetzt schon einzeln machen. Das heißt, schwere Waffen geben wir sowieso nicht. Langwaffen, höchstwahrscheinlich. Und Handfeuerwaffen. Ausweichen. Dialoge. Schleichen, ja. Medizin, Wissenschaft, Technik. Rüstung. Zerlege Waffen und Rüstung für Chancen auf einen normalen Mod. Oh, cool. Das ist cool. Entschlossenheit. Jetzt wissen wir gleich, was Entschlossenheit ist. Achso, das ist das hier. der Inhalator hält dich und deine Begleiter. Begleiter erhalten aber 30% des Heileffekts. Kritischer Schaden durch Begleiter. Führung brauche ich jetzt gar nicht, bitte. Schalte den dritten Medizinmixplatz frei. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Das muss ich noch herausfinden.
Gut, was machen wir? Was machen wir? Schleichen, hacken, Schloss knacken. Ja, gut, momentan können wir alles knacken. Was würde uns das bringen? Schaltet Zugriff auf Zugriffsgegenstände am Verkaufsautomaten frei. Ja, Taschendiebstahl beim Schleichen. Ja, gut, das vielleicht noch. Das eventuell. Aber es gibt hier keine Möglichkeit mehr zu tragen. Ja, später bei den Vorteilen. Gut, gehen wir auf. Ja, Tarnung, ne? Ja, und wenn wir dann später Vorteile haben, dann müssen wir echt auf Tragelast gehen hier. Um 50, 50 Kilogramm, Leute. Das brauche ich. Dringend. Ich habe eine Stoßpistole erhalten. Was zum Henker ist eine Stoßpistole? Stoßpistole. Also, die habe ich schon. Die verkauft mir eine halb kaputte Stoßkanone. Warum? Stufe 5. Stufe 5, ja, cool. Ganz da haben, mein Freund. Zoe says she fought her way out of a marauder camp with her own bare hands. Plötzlich haben sie diese persönliche Anrede. Das ist klar. Fresh off the limb. Ja, nimm mein Zeug. Wie viel Geld habe ich? Hat sie mir überhaupt Geld gegeben? Ich will das Ding haben. 5% Rabatt! Oh. Nur noch 1420. Ich brauche 744 Geld. Verkaufen. Okay. Wir kriegen das zusammen. Ist die Waffe überhaupt gut? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Schaden 70. Ist eigentlich schon fast außer Mode. Aber egal. Ich sammle solche Waffen. Ich hoffe, ich muss irgendwie gucken, ob ich irgendwo Sachen lagern kann. Das wäre von Vorteil. Okay. Wer ist mehr wert? Okay, das muss ich eigentlich alles behalten. Rucksack. Rüstungsmodfähigkeit, erhöht deine Tragekapazität. Ja, das will ich ausrüsten. WTF, wie kriege ich das hin? Schlägerausrüstung. Rüstungsmod. Auf Rüstungen! Stimmt. Da war ja was. Ich habe 19 davon. Wie viel bekomme ich denn? 24! Plus 1, plus 6. Davon habe ich aber nur einen, das lohnt sich gar nicht. Dauer negativer Statuseffekte, minus 50%. Ja, das könnte gut werden. Aber ich weiß es nicht. Das andere ist ja nichts wert. Hier, das hier noch. Geistattribut. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Gib mir Geld. Ich glaube, ich kann es vergessen. Aber ich habe hier noch ein paar Zeug Sachen. Wie viel habe ich jetzt? Deine Pits! Oh Gott, ich brauche nur noch 200. Oh, ich kriege das zusammen. Ich muss das einfach zusammenkriegen. Was ist das? Ist es Essen? Aromatischer Tee. Es ist echter Asphalt. Und auch kein echter Käse. Achso, es ist kein echter Asphalt. Das ist seltsam. Wie kriege ich meine 200 jetzt zusammen? Kriege ich doch im Leben nicht zusammen. Es sei denn, ich verkaufe meine schwere Munition. Gib mir die Waffe, Mann! Oh. Ich brauche jetzt nochmal 200. Oh. 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 Ja, nee, kann ich nicht machen. Das kann ich echt nicht machen. Ich heule gleich. 144 Waffenteile.
Mann, ey. Kann ich deine Sachen klauen? Ich kann nicht abspeichern. Oh, ich würde jetzt am liebsten abspeichern und alles klauen, was ihm gehört. Alles. Und dann verkaufen. Komm, gib mir doch irgendwas. Irgendwas, was 200 wert ist. Hier wird ja wohl irgendwas sein, was Wert hat. Ja, gut. Ich würde sagen, machen wir noch einen Auftrag. Scheiß drauf. Auftrag. Das ist so ärgerlich. Ich brauche nicht mehr viel Geld. Habe ich es fast geschafft. Okay. Was haben wir denn noch hier im Tagebuch? Stirb, Roboter, stirb. Das können wir nicht machen. Ja, machen wir voll Energie. Machen wir das. Ich zwar kein Geld für, aber gut. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Ja, ich bräuchte genug Geld, damit ich die Waffe kaufen kann und euch dann verraten kann. Du musst Adel sein. I have been called that among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Oh Gott, ich kriege jetzt schon Bauchschmerzen. Ist das dein Gewächshaus? No, dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. Das Universum ist dafür da, dich zu töten. Check das doch mal. Lustig, ich wusste gar nicht, dass man auch Backmist in einem Garten anbauen kann. Bockmist, sorry. Backmist. Ah, cynicism. The privilege of the young. What you need is a little taste of my special mushroom soup. It'll broaden your mind. Or at least your irises. Hey, gib her. Sieht so aus, als hättest du hier draußen ein Zuhause aufgebaut. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So like the spores of the puffball cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. Und wieso? Nee. Also fürchterlich ist er nicht. Wieso hast du dein altes Zuhause verlassen? It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Es gehört jetzt zwar nicht dazu, aber mir ist gerade eingefallen, könnte es sein, dass die Sniper mit schwerer Munition arbeitet? Scheiße. Reed hat mich geschickt, um Frieden mit dir zu schließen. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Reed bittet dich, noch einmal darüber nachzudenken, in die Stadt zurück. Es ist willens. Ist irgendwas mit entweder ihr kommt in die Stadt oder ihr verliert eure Energie. Ich habe nicht richtig zugehört. I can't say I blame you. Reed is positively soporific. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Das wollte ich hören. Ich meine es ernst. Ich werde eure Energie abschalten. You're doing this for Reed? Why? Euer Lager hat einen Energieregulator. Den brauche ich, um mein Schiff zu reparieren. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the Cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater. And toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. W-
Wenn ich die Waffe nicht kaufen kann, eventuell. Ich habe nicht vor, mich in eure Probleme verwickeln zu lassen. Ich will einfach nur mein Schiff reparieren. Well, if it's all the same to you, then you ought to divert power over to us, shut down Reed's cannery and scrap it for parts. Also ich sehe hier eine verrückte Alte, die Pilze pflanzt. Und auf der anderen Seite sehe ich eine Fabrik, die Essen herstellt. Ich meine, das Universum ist sowieso total verkorkst. Das ist ja nicht der einzige Planet, wo es hier so scheiße ist, ne? Ich überleg's mir. I trust you will listen to your conscience. Gib mir Geld. Ich brauch doch nur Geld. Für die Waffe würde ich alles tun. Scheiße, Mann. So, aus dem Weg, Digga, ey. Gib mir die Werkstatt. So. Die Tarnungsfähigkeit. Die würde ich ja außen immer verwenden, ne? So, was haben wir hier? Verbessert deinen Nahkampf- und Verteidigungsfähigkeit. Rüstungsmod. Jawoll! Kann untertragen! Schweine! Könnt mir nichts mehr anhaben. So. Coolio. Gib mir Geld. Ich brauche eine Menge davon. Kann ich hier das Ding mal hier rauszapfen? Ah, das Ding, ne? Ich verstehe. Ich weiß nicht. Ich will nur klauen. 15 mehr. Kann ich jetzt eigentlich schon aus euren Taschen klauen? Hups. Nee, irgendwie nicht. Habe ich noch nicht genug Punkte? Durst. Ach, lecco mio. 37. Okay, ich habe Durst. Das bisschen nennst du Durst? Alter. Yeah, Rocky Mountain. Persönlichkeitsattribute, Geschicklichkeit. Okay, Geschicklichkeit weniger als Kacke. Energy Brew brauche ich auch noch. Also ich weiß echt nicht, was ich hier essen soll. Okay, du bist aber viel wert. Du bist auch viel wert. Was soll ich machen? Hier, du. Geschicklichkeit. Ah, gut, scheiß drauf, ich hab Durst. Das lindert nicht meinen Durst. Im Weltraum gefertigt. Großartig. Ich habe das Gefühl, ich werde nur durstiger. Ich werde durstiger durch... Ist das Alkohol? Ah, das ist ein Bier. Ach, Dreck, ey. Aber ich weiß auch, was nicht alkoholisches. Es wäre schon geil, wenn da irgendwie stehen würde, hey, das ist was zu trinken. Fleisch, Grundleben hält 2 Minuten. Ah, ich hatte doch hier diese Trocken Wasserdinger, ne? Da hier. Ist das das? Natürlich ist die wichtigste Zutat Saltuna und etwas Füllmaterial. Fleisch. Wassertabletten hier. Wasser ohne Sauerstoff und Sauerstoff. Kann ich mir das einfach so reinziehen? Okay, jetzt habe ich aber immer noch den gleichen Durst. Ach. Alles klar, wir müssen bei so einem Verkaufsautomaten mal ein bisschen zuschlagen. Jetzt kann ich ja wieder viel tragen. Keep your wits about you, Freddy. Verkauf mir Sachen. Okay. Wo ist der Typ? Ich finde den nicht wieder. Oh mein Gott. War ich in diesem Haus schon? Hier ist nichts. Ach, so ein Bullshit, ey. Haha. Mit Modul 3. Wow, ich bin reich. So eine Scheiße, ey. Oh Gott, ich habe schon 29 Minuten drin. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich suche den jetzt mal, damit ich ihn finde. Und da ist er doch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann verkaufen wir mal ein paar Sachen. Haut rein. Ciao.